So. Ja, ja, Weintrauben kriegen wir zunächst. Ein Glück haben wir das. Nein, was hab. Oh nein. Ich hasse das. Warum, Leute? Jetzt haben die das ganze. Die haben innerhalb der kurzen Zeit das ganze Lager vollgestopft. Toll. Ich bin sehr beeindruckt. Danke. Macht ruhig weiter so. Ich habe es gerade gebaut. Es ist voll. Blödmänner. Kann ich Geschirr. Ach nee. Ach, wisst ihr was? Obwohl, ich brauche die wirklich überhaupt nicht. Das Gute ist, es ist jetzt soweit leer. Also, wir können wieder Wein aufnehmen, das ist schon mal der Vorteil. Und ehrlich gesagt, die hamstern wir erstmal, denn wir brauchen den Wein selber. Ah, es hat sich doch nicht gegeben hier hinten. Ich hasse diese Schandflecken. Ich habe gedacht, der Gladiator macht das kaputt, aber anscheinend doch nicht. Wir wollen ein Badehaus, aber das kann ich eigentlich. Wir könnten eigentlich hier ein Lagerhaus errichten mit Geschirr. Dann wird das ganze überschüssige Geschirr von da unten hier hochfrachtet. Was gar nicht so schlecht wäre. Okay, er bringt auf jeden Fall das Zeug langsam weg. Ist total überfüllt. Es wohnen keine Arbeitskräfte. Hä? Und wir haben den ersten Wein drin, das ist schön. Lagerhaus ist bald voll, ja, ich hoffe, er sorgt dafür, dass es schnell geleert wird. Das Gute allerdings ist, vielleicht haben wir Glück und einer der Märkte holt jetzt gleich Möbel von denen. Ach, dieses System. Okay, nur 2% Arbeitslosigkeit. Wenn die dann noch ein bisschen größer sind, kann ich hier einen Wagenlenker reinbauen. Kommt da jetzt mehr rein? Ja. Baue ich hier einen Wagenlenker hin und irgendwo hier oben kann ich das Hippodrom hinbauen. Dann kriege ich auch wieder einen Großteil der Bevölkerung unterhalten. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis dahin hat er hoffentlich sein Warenlager soweit geleert. Das Gute scheint zu sein, ich glaube, unsere Tongruben gehen nicht kaputt. Das hier ist immer so nervig, wenn da so eine einzelne Einheit halt in einem anderen Lager drin liegt. Ich mache jetzt mal das Holz aus. Mit ein bisschen Glück kriege ich sowas raus. Warum bringst du das Geschirr nicht da hoch?
Nee, die sind nicht. Die sind ja nicht versorgt, das ist auch schlecht. Kann ich nicht weg. Oh, doch, kann ich. Kriegen wir nicht die Häuser versorgt? Und was steht da? Versuchen Waren anderswo hinzuschicken. Ja, vielleicht klappt das ja. Okay, ja, bringt das Holz weg. Das ist schon mal gut. Das könnte uns helfen. Und schlau wie er ist, hat das da natürlich weggenommen, nicht hier. Hätte ich genau so gemacht. Es war eindeutig die richtige Entscheidung. Oh, jetzt habe ich hier 8 drin. Ah ja. Wenn ich jetzt noch ein bisschen was loswerde, dann kann ich wenigstens die Lieferung erstmal erfüllen und dann wird es vielleicht besser. So, haben die jetzt eigentlich... Geschirr haben sie tatsächlich alle schon. Mist, ich habe gedacht, das passiert nicht. Hab ich mich wohl geirrt? Moment, das hat ja gar keine Anbindung, oder? Wo ist hier? Ach, hier war das Reservoir, genau. Vielleicht kann ich Merkurs Tempel woanders hin platzieren. Ich habe ja nur hier Tongruben. Das hasse ich immer, so an Tongruben. Dass sie halt immer mal wieder plötzlich überflutet werden. Jetzt ist es auch schon überfüllt. Wie steht denn um so Kultur? Natürlich wollen sie Akademien. Wow, nur 13 Arbeitslose. Wir brauchen Möbel. Ist aber okay. Ich kaufe mal noch ein bisschen Marmor ein. Weiß ja nie. Was ist euer Problem? Unterhaltung. Weiß ich gerade auch nicht, wie ich das machen soll. Okay, er liefert aus, das ist schön. Hier müsste aber viel mehr reingehen, oder? Hä, hier ist doch Platz? Oder machen die jetzt nichts mehr wegen dem? Aha, okay. Können jetzt ganz normal laufen, vielleicht kriegt das irgendwann noch von sich aus leer. Da schauen wir einfach mal. Jetzt brauche ich die Ressource auch nicht mehr hamstern. Und das heißt, die werden sich demnächst ausbauen hier.
Wir haben jetzt mehrere Märkte, die dafür... Allein, wir haben jetzt drei Märkte, die paar Häuser da sind. Ich hoffe, die kriegen das auf die Reihe. Wir haben ja schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und wir haben die erste kleine Villa. Und das heißt, die Häuser krachen jetzt alle zusammen. Die wollen sich natürlich ausbauen, können sie aber nicht. Die wollen mehr Unterhaltung, kriegen sie aber nicht. Doch, natürlich kriegen sie mehr. Habe ich dir das nicht gerade erst gegeben? Angestellte? Angestellte. Das ist aber blöd. Ich hätte mich gerne Hypodrom. Vielleicht kann ich hier hinten noch irgendwas hinbauen. Sowas zum Beispiel. Na, immerhin, das haben wir schon mal. Frieden ist auch so eine Sache. Wohlstand sieht gar nicht so schlimm aus, wenn ich ehrlich bin. Kultur ist natürlich im Keller, so wie immer. Wie sich das gehört für eine ordentliche Stadt. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch ein bisschen größer. Jetzt brauchen sie schon richtig viel. Passen aber ein paar Leute mehr rein wieder. Was ist mit euch? Die haben wieder keine Möbel. Das heißt, ich könnte ja eigentlich noch ein Lagerhaus für Möbel bauen. Damit das nicht so schnell ausgeht. Hast du eigentlich noch kein Holz mehr drin? Das ist gut, dann kann ich die wieder anmachen. Bringen sie es halt hoch. Wow, die sind viel größer geworden, als sie werden sollten eigentlich. Die haben sich alle mit Öl eingedeckt. Naja, von mir aus. Wenn Möbel irgendwann nicht mehr reichen, ich kann ja jederzeit hier nachbauen. Die Inseln machen aber eher Probleme, weil sie nicht arbeiten effektiv. Ich habe ja doch gar kein Badehaus gebaut. Jetzt hat, glaube ich, keine Verbindung. Oh doch. Oh, sehr schön. Und wieder unser altes Problem, dass wir hunderte von Arbeitskräften brauchen. Was braucht euch? Die brauchen ein Krankenhaus. Das Ding ist voll mit Wein. Das ist super. Ich muss nur darauf achten, dass ich eine deutliche Überproduktion behalte. Gott, sind das gigantische Häuser überall. Die brauchen halt auch Geschirr. So weit weg ist Geschirr nicht. Und ehrlich gesagt, für Geschirr kann ich hier auch dienen.
muss halt nur drauf. Geschirr kann ich so nur auch hier oben produzieren. Das ist der Vorteil. Ich habe hier überall ein bisschen Wasser, das heißt, ich habe überall Ton. Da sind Oliven übrig, das ist okay. Ah, das läuft jetzt auch. Was fehlt euch? Die fehlen, die brauchen Möbel. Was fehlt euch? Die haben kein Barbier. Warum hast du nicht genug Unterhaltung? Ach, haben wir jetzt wieder das? Nö. Keine Ahnung. Was fehlt denn? Ich glaube, wir brauchen mehr Gladiatoren. Ich bin sehr beeindruckt, dass das funktioniert. Das haben sie. Was haben sie? Na klar, Hypodrom läuft halt noch nicht. Kann ich jetzt aber auch noch nicht bringen eigentlich. Könnte ich aber eigentlich. Könnt's tun. Es würde uns sehr viel Bonus bringen. Nur ein Wagen. Ja, das Hypodrom reißt sehr an der Arbeitskraft. Warum krachten die alle zusammen? Ach, weil die können... Ja, das ist so eine Sache, die haben... Ich kann leider nicht einschränken, wie weit die Güter gehen. Und so bauen die sich halt immer wieder auf und krachen immer wieder zusammen. Die hier sind okay. Wie steht's mit unserem Wohlstand? Echt gut, 51. Dabei habe ich halt keinen permanenten Bonus hier. Und wir brauchen 300 Angestellte. Schön. Genau das mag ich. Könnt ihr eigentlich so einen separaten Wohnbereich aufbauen? Einfach nur für Arbeitskräfte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Müssen nicht besonders groß werden. Einfach nur, dass hier welche leben, die arbeiten. Brauchen die unbedingt den größten Luxus. Obwohl das Gebiet ja vielleicht nicht unbedingt geeignet ist. Vielleicht eher hier eine Etage höher. Und hier oben Wasser reinzukriegen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist immer das Problem an solchen Bergen. Das hat nicht wirklich eine Chance. Hier könnte ich noch Wasser reinkriegen. Aber dieses Gebiet hier muss ich so ziemlich hier drüber laufen lassen. Wenn ich es besiedeln möchte. Und vielleicht auch hier unten. Das wäre noch möglich bis hierher. Ja, anders geht's nicht. Anders komme ich nicht an das Getreide ran. Okay, bis hier oben geht's. Thank you.
So, kleine Tempel sind mehr als ausreichend. Alles andere kostet einfach nur zu viel. Arbeitskräfte. Sehr gut. Mach mir ein Pennerviertel auf. Kommen die ganzen Leute, die aus den Häusern geschmissen werden, hierher. So viele Angestellte. Aber das kann ich jetzt ein bisschen ausbauen hier, tatsächlich. Okay, Unterhaltung, Gesundheit und Bildung und Industrie und Handel. Angriff abgewehrt. Oh, wir haben nicht mal einen verloren. Sehr schön. Das passiert irgendwie so einfach so nebenbei, diese Angriffe. Aber ich muss sagen, ist es schon nicht sehr fordernd, wenn ich ehrlich bin, aber ist ja auch nicht. Bibliotheken sind gut, die Schulen müssen besser werden. Ich glaube, hier reicht eine einzelne Schule eigentlich auch. Schätze ich mal. Wenn nicht, baue ich hier irgendwo noch eine Bibliothek in hier oder so. Danke, das hilft mir auch. Jetzt wollen sie ein Krankenhaus, natürlich. Jetzt haben sich hier zwei Villen nebeneinander gesetzt von mir aus. Wie steht's denn? Ihr kriegt kein Krankenhaus, solange ich nicht wenigstens ein bisschen das mit der Bevölkerung im Griff habe. Wieso? Nein! Das will ich eigentlich nicht. Okay, ich glaube, ich reiße die Barbiere hier ab. So kann ich wenigstens ein bisschen steuern. Ich möchte nicht, dass hier überall Villen entstehen. Das ist nämlich echt hässlich. Hier hinten ja, vielleicht auch dann irgendwann hier, aber jetzt aktuell noch nicht. Weil das, dann haben halt nur noch 40 Leute drin anstatt 84 und das ist mir einfach zu wenig. Ich finde es so doof, dass es dann weniger werden. Wie viel Steuern zahlen die eigentlich? 200 Dinar pro Jahr, und das ist heftig. Nur noch 200 Arbeitskräfte benötigt. Es wird besser. Wohlstand ist echt gut. Vielleicht kriege ich ihn da unten noch höher. Wenn mir dann bloß noch irgendwann so um die 100 Leute fehlen, dann... Oh, hier fehlen noch haufenweise Einwanderer an sich. Wenn nur noch um die 100 Leute fehlen, kriegen sie ein Krankenhaus da unten. Oder ich baue es vielleicht doch schon? Kostet halt 30 Angestellte. Gucken mal, wie sie es verteilt. Wenn jetzt die ganze Zeit hier in dem Eck rumläuft, dann wäre es natürlich echt blöd. Aber vielleicht klappt es ja ganz gut. Ein Arbeiter, schön. Also einen einzelnen Arzt haben wir da anscheinend drin. Ach ja. Entschuldigung, hab dich vergessen. Aber Gunsthammer, Friedenhammer, Kultur kriege ich dann auch noch zum Schluss hin. Wenn die Bevölkerung jetzt nur nicht bei 10.000 wäre, wäre es auch gut.
Ernsthaft? Ah, jetzt geht dieser Mist los. Das habe ich befürchtet, dass er genau diesen Scheiß durchzieht. Halt, Moment, wie viel fehlen? 190 nur noch. Mittlere Villa, kleine Villa, was wollen die dann jetzt? Danach wollen sie eine Akademie. Das kann ich aber... Das hier ist sowieso ganz blöd. So, so sehe ich wenigstens ein bisschen was. Das Forum kann ich eigentlich hier platzieren. Dann baue ich das... Okay, dann baue ich hier... Den kann ich auch hier platzieren. Vielleicht hat das mehr Sinn. Das hier ist absolut sinnlos gewesen. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Akademie und dann brauchen wir natürlich noch einen weiteren Wein. Ja, auch 30 Leute drin, schön. Und wir haben die gigantischen. Die große Villa. Große Villa und noch eine. Ich muss gestehen, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Okay, was haben wir denn eigentlich aktuell? Zwei Wurfspeer, zwei Pferde. Also machen wir nochmal einmal Wurfspeer hier hoch. Einmal die Briten. Und hier machen wir auch noch die Briten her. Was greift denn eigentlich an? Eine mittlere Truppe. Das ist echt gemein. Ich fand das richtig, richtig gemein. So, die sind wahrscheinlich jetzt alle voll, ja. Vielleicht. Mache ich hier doch mal eine Anbindung.
Gedanken fahren rum. Die Gedanken.